So, okay, moin Leute, diesmal geht's um die mega Warmonger Twist. Ja, es laufen hier mehrere Knife-Hacker blablabla rum. Das macht natürlich nicht so sehr Spaß, denn die haben Speed, Knife und One-Hit, was es nicht alles gibt, was für Lappen auch das sind. Auf jeden Fall, das sind ganz schön viele Lows, egal. Es geht um die mega Warmonger Twist. Was mir daran nicht gefällt, und zwar das hier, das fühlt sich, das hört sich so mild an. Ich will eher so einen richtigen schönen Bass, als ob irgendwas zerbricht oder sowas. Finde ich ein bisschen negativ an den pickelartigen Händen. Auf jeden Fall, ja, das sind Eiterbollen, würde ich eher sagen. es sind so eine ähnlichen Handschuhe. Also es sind, denke ich mal, Handschuhe, die von dem neuen Zombie-Mode-Boss, den Mega-Barmonger, abgeschnitten wurden. Und ausgehöhlt, damit man die tragen kann. Nein, eben halt, ich würde sagen, abgeschnitten, ja. Sieht auf jeden Fall so aus. Auf jeden Fall, Entschuldigung, wenn ich nicht damit umgehen kann, denn... Ja, ist ein bisschen low. Ja, okay, Voting. F2 natürlich. Warum wird gekickt? Und der Leon. Ja, es macht so einen Heidenspaß. So, auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann, es ist unterschiedlich mit der Power. Und zwar, der wird auf der anderen Seite gespawnt, der Gegner, geil. Mit Rechtsklick macht sie überall One-Hit, auf den Kopf, auf die Brust, auf die Füße. Das macht mir jetzt nicht Spaß, die Review zu machen. Auf jeden Fall, es lohnt sich, die Boss-Crates rauszuholen. Ich werde ihm jetzt keinen Killstreak geben. Fick mich. Hat er doch noch einen bekommen. Entschuldigung für dieses böse Wort. Nein, ich will nicht mehr spielen, das macht mir keinen Spaß. Mann. Mit Linksklick macht ihr auf den Kopf, dazu, also mit dem linken macht ihr an die 45 Damage bis 66 mit der rechten. Also ein Schlag sind zwei Schläge. Also ein Klick sind zwei Schläge. Damit macht ihr einen auf den Kopf sozusagen. Also beide, wenn beide treffen, macht ihr Headshot automatisch. Der hat jetzt nur einen getroffen, wenn ich es gerade gesehen habe. Auf jeden Fall. Auf den Körper braucht ihr dann an die 4 Schläge, denn pro Schlag auf den Körper macht ihr 40, 48 Damage. Na, 40 mit der linken Faust, 48 mit der rechten. Naja, das sind 3 Schläge. Ich kann nicht wirklich rechnen. Okay, auf den Fuß macht ihr dann an die 25 mit der linken und 30 mit der rechten. Aber das so ist, wenn man einmal klickt, schlägt er zweimal, also könnt ihr auch gedrückt halten und dann geht's hier richtig ab. Mal ein bisschen posen, so, sag mal die Fäuste, oder ihr könnt mal einen Boxkampf, ihr könnt ja mal, wenn ihr die Warmonger pisst und Brass Nuggets, könnt ihr ja mal, na, Arena, ein Boxturnier machen, und wer der Beste ist, der nimmt mir einfach mal die Screens, das wäre doch einmal geil, oder macht einfach mal ein Video, ein Special oder sowas, wie ihr damit abgeht, ich würde es gerne mal sehen, ich liebe es einfach nur, neue Zugänge in YouTube zu sehen, heißt zwar Konkurrent, aber, na schön, ist geil natürlich, das zuzuschauen. Aber ich finde es nicht wirklich besser. Auf jeden Fall, Kills werden hier überall geklaut. Mir macht das echt keinen Spaß mehr. Denn das ist echt kacke, wenn die hier alle hacken. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viele Hacks gibt. Besonders, naja, es ist gerade ein Patch rausgekommen, also was soll ich davon halten? Egal. Gewicht her, die sind wirklich leicht. Es sind ja Knives. Die sind nicht mal schwer. Ich denke mal, ein bisschen schwerer als Brass Knuckles. Ist ja eigentlich eine andere Form davon, aber na schön. Ja, auf jeden Fall vom Aussehen her pickelähnliche Hände, als ob er Pickel hat. Ich weiß nicht warum, aber es sieht wirklich so aus. Und bekommt sie aus dem Boss Crate. Spielt einfach bis zum 27.09. so lange geht das, denke ich mal. Habe ich zumindestens gehört, dass man 5 Boss Crates bekommt, wenn man 5-mal den Boss besiegt hat. Und wenn man 5-mal den besiegt hat, bekommt man einen Crate. Ne, 10-mal muss man den besiegen, dann bekommt man die 5 Boss Crates. Und dann bekommt ihr insgesamt 7 Boss Crates. Das ist doch hammergeil. Öffnet ihr alle auf einmal, dann habt ihr die sicherlich um die FNF 2000. Oder keine Ahnung, was da für Waffen rauskommen. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich bin nämlich auf Klassenfahrt. Ich habe auch nicht die Zeit gefunden. Ich war am Wochenende unterwegs. Sagen wir es so, ich war unterwegs. Und deswegen, ja. Naja, das war's fürs Review. Ich hasse Crossfire mit Hackern. Und wenn jetzt noch ein paar neue Waffen habe, naja, habe ich über alle Waffen schon reviewt, das weiß ich gar nicht. Dann wäre es nett, würdet ihr mir
einfach mal in YouTube mich anschreiben und mal sehen, was passiert. Okay, ich denke mal, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung für nicht so gelungene Killstreaks, aber es geht wirklich nicht mit Hacker. Und ja, ich denke mal, das war's von mir. Bye bye.